Willkommen zum neuen Projekt Layers of Fear, einem Horror-Adventure vom Entwickler Bloober Team. Meine Abonnenten haben sich ein bisschen mehr Horror in meinem Kanal gewünscht, als ob meine Videos noch nicht Horror genug wären. Aber gut, ich habe bisher kein Horrorspiel gemacht, das ist mein allererstes und ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe hier einmal kurz ein Testprofil gemacht, um die ganzen Optionen und Steuerungen einzustellen. Ich habe das Spiel noch nicht gestartet. Ich habe auch nicht irgendwas gelesen. Ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet. Und ja, es ist gerade Nacht und ich bin alleine im Zimmer und meine Nachbarn sind alle verreist. Also beste Voraussetzungen, um mein erstes Horrorspiel zu starten. Und es geht einfach mal los. Ich mache mir jetzt hier ein neues Profil. Wie geht das? So. Gib einen Profil. Na, da fehlt ein Men. Aber da sehe ich mal drüber hinweg. Gewirr und akzeptieren. Oh, wie sieht der denn aus? Oder sie? Ne, ist es ein Er, glaube ich. Ja, auf geht's. Layers of Fear. Neues Spiel. Die Einstellungen habe ich schon vorgenommen. Und dieses blutige Ladebalken-Ding da unten beunruhigt mich. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wilde. Oscar Wilde ist ja nicht so besonders gruselig, wenngleich der ja mit dem Bildnis des Dorian Gray durchaus was Gruseliges zur Malerei zu sagen hatte. Wo bin ich hier? In einem Räumchen. Das ist mein Haus oder so. Das ist die Haustür. Kann ich hier irgendwas anklicken, mir anschauen, einsammeln, wie auch immer? Weiß ich nicht. Uah. Das Bild ist schon gruselig genug. Was ist das hier? Da liegt die tote Mutter und der Vater guckt doof und die Kinder spielen. Wer hat denn solche Bilder von sich hängen? Also nicht von sich, aber in seinem Haus. Ah, hier. Das sind doch Kinderschuhe. Lebt hier ein Kind? Ja, das sind definitiv Kinderschuhe. Mit einem Fleck unter der Sohle. So. Das habe ich mir jetzt angeschaut. Also Lupe heißt, guck dir was an. Hand heißt wahrscheinlich, mach was auf. Da, ach, man muss wirklich mit dem Mauszeiger hier irgendwo drüber, um zu sehen, dass man sich was angucken kann. Das macht es ein bisschen schwierig, aber auch interessant. Weil so im Erkunden von irgendwelchen 3D-Landschaften, da habe ich ja durchaus Spaß dran. Wie meine Zuschauer auch schon gesehen haben dürften. Was ist das hier? Das sieht aus wie ein Maulkorb. Hoffentlich für einen Hund. Ja, doch. Also, Watson, kombiniere. Es gibt in diesem Haus einen Hund und ein Kind. Okay. Wie geht das hier auf? Ah, so. Ach, das muss wieder Maus aufmachen. Das ist schön. Das gefällt mir. Solche Kleinigkeiten, die machen Atmosphäre im Spiel. Na komm, die zweite Tür kann ich auch noch irgendwie greifen und dann nach links aufziehen. Wo spielt das Spiel eigentlich? Ist das jetzt hier, also es sieht aus wie im 19. Jahrhundert oder frühes 20. Nur wo? In welcher Stadt? Ein Reisekoffer. Mit Dokumenten. Da steht leider nicht das Datum. An Artist's Triumph. Gallery Opening. Rouse Critics. Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck.
and one awestruck critic who wished to remain unnamed went as far as to invoke the spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Dann ist irgendwas ausgestrichen worden und weggekratzt. Distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event in the company of his beautiful fiancée. Looking stunning in her black gown revealed to us exclusively und so weiter und so fort. Also irgendwo gibt es hier einen angesagten Künstler. Die Frage ist, ob das die Spielfigur ist. Was ist das hier eigentlich? Spacebar? Ah, das ist auch die Übersetzung. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio, andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar zu weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Egal wie sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von ...ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlichere Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten, atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid. Enthüllte, Name gestrichen, für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwarte. Aha. Das Gedonnere im Hintergrund ist mir ein bisschen zu laut. Ich gehe mal gerade noch mal in die Optionen und mach's mal ein bisschen leiser. So, jetzt soll das nicht mehr so laut donnern. Ja, also, Künstler hat Verlobte und die ist schwanger. Das Kind könnte schon da sein. Wenn das der Artikel hier ein bisschen alt ist, dann könnten das hier draußen die Kinderschuhe sein vom Nachwuchs. Dann ist meine Spielfigur dieser Künstler. Ich würde gerne mal einen Spiegel finden, dann sieht man die Figur vielleicht. Das wäre nett gemacht. Oh, hier ein Schreiben. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die Ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Carl Denton, Firma Pesky Pests Schädlingsbekämpfung. Pesky Pests. Okay, also hier wähnt jemand Schädlinge im Hause, aber es gibt gar keine. Aber es irgendwo ist Gift verstreut, das ist gefährlich für den Hund. So, hier kann ich dieses Ding aufmachen. Wie nennt man das? Ach so, ein Schrank hat einen bestimmten Namen, ich komme gerade nicht drauf. Geht auch wieder zu, okay, gut. Es ist etwas dunkel, aber das ist wohl bei Horrorspielen immer so. Was ist das? Ein Foto und wieder ist irgendwas durchgekratzt und durchgestrichen. Ein alter Mann, sieht aus wie Sigmund Freud und ein Künstler. Möglicherweise. Ah, was habe ich hier noch? Das ist... ja. Die Vorhänge sind runtergefallen. Kann ja jemand mal aufräumen? Die Vorhänge hängen nicht richtig. Was ist das? Oh, vielleicht kann ich das Bild, also das Foto auch nochmal drehen. Das muss ich gleich nochmal ausprobieren. Was steht da? Long Date oder so? Boah. Popkell lese ich da. Das da oben kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich lesen. Ist das das Hundehalsband? Von der Größe her, ja. Der Hund heißt Popken. Ist das so? Ich weiß es nicht. Hier, das Foto. Kann ich das auch... Nee, das kann ich nicht drehen. Gut. Also nicht gut, aber... Oh, hier, was ist das?
Ach so, das ist die Kiste. Jawohl, die kann ich wieder zuklappen. Wenn ich die Tür hier zumache, dann bringt mich das auch nicht weiter. Nee. So, hier liegen auch Papiere. Also, man sollte hier mal aufräumen oder die Bediensteten zusammenstauchen. So geht's ja nicht. Schummrige Kerzen, ein nicht brennender Kamin. Das macht's auch nicht heller. Ist hier noch was? Ach so, diese rote Kiste auf dem Tisch. Die ist ja eigentlich gar nicht zu übersehen. Aber die will nichts heißen. Es ist mir jetzt schon gruselig genug, wenn ich ehrlich sein soll. Warum mache ich ein Horrorspiel? Ich mag gar keine Horrorspiele. Eine Uhr, ein Regulator oder wie nennt man das? Hier ist nix. Hier ist was in der Schublade. Diese Lampe brummt. Ist das die Lampe? Ja, scheint so. Stifte, Pinsel, Wein. Hat er ein Alkoholproblem? Was ist das? Schublade? Mit? Ah, das ist nicht die oberste. Die oberste ist... Was? Wie? Wo? Moment. Das ist die oberste. Da habe ich ein weiteres Schriftstück. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so. Es geht nicht um mich. Es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Es fallen keine Namen, das irritiert mich ein wenig. Außer der Name vom Hund möglicherweise. Geh du mal zu. Was ist mit der da? Da ist ein Tuch. Aber das will nichts heißen. Geh wieder zu. Geht das noch weiter auf? Ja. Da habe ich einen Stempel und so ein bisschen Kram. Orden. Eine Taschenuhr. Aber nichts, was hier irgendwie eine Bedeutung zu haben scheint. So, dann eins. Verschlossen. Finde einen Schlüssel. Bestimmt. Ganz unten. Geht's noch tiefer? Also, nee, oder? Da war ich. Ah, die ist noch neu. Da drin sind Hemden und Hosen und so Zeug. Und die vierte von oben ist verschlossen und tiefer geht's nicht. Das sind alle. Ja, ich glaube, ich habe alle durch. Ach, ist das dunkel. Seht ihr überhaupt irgendwas? Ich sehe ja kaum was. Aber ich habe es extra so eingestellt, wie das in den Einstellungen hieß. Nach dem Motto, stell es so ein, dass du kaum was siehst. Hier ist ein Stapel Korrespondenz. Oh, hier ist irgendwas. Was ist das? Eine Uhr. Kaminuhr oder so ähnlich nennt man das. Wieso steht die nicht auf dem Kamin? Wieso läuft die nicht? Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Nö. Hier ist eine Tür. Wenn ich die aufmache, kommt das erste Monster wahrscheinlich und erschreckt mich. Ich gehe erstmal durch diese Tür. War hier nicht eine Tür? Hier ist eine Tür, genau. Ein finsteres Badezimmer. Wie geht das Licht eigentlich an? Gibt es hier überhaupt Licht in dem Spiel, also in den Räumen? Was ist das hier unten? Das sieht so komisch aus. Ich kann Wasser andrehen. Ach, das Wasser lief. Das war das Gerausche. Das war nicht die Lampe draußen, das war das Wasser. Wer lässt denn hier das Wasser laufen? Der andere Hahn funktioniert nicht. Das ist überraschend. Das Haus ist nicht im besten Zustand. Ach, hier sehe ich ihn mal. Tatsächlich, aber es ist sehr, sehr schummrig. Was ist denn mit diesen Lampen? Kann man die nicht anzünden? Oder anschalten? Dafür sind die doch eigentlich da. Und diese Wanne. Mit diesem Vorhang. Immerhin liegt keine Leiche drin. Das ist aber auch alles. Und hier ist tatsächlich nass hier unten. Deswegen spiegelt das auch so. Ah, hier. Licht. Es macht's aber nicht viel heller.
Auf. Auf. Ja, das sind Handtücher. Das ist ja nicht so wirklich spannend. Hier, Schränkchen. Medikamente? Nein. Das sieht aus wie Parfum. Oh, ist aber sehr rosig. Das ist doch Damenparfum. Das ist doch nicht für Herren. Dem Flakon nach. Weg. Ja. Was ist hier? Firma Achilles Prothesen. Einmal unter Knieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Eine Unterknieprothese, das heißt, da fehlt jemandem der Unterschenkel und der dazugehörige Fuß. Aber wem? Hast du eine Prothese? Das kann ich hier nicht sehen. Ach, ich will dich nicht im Spiegel sehen, das ist so gruselig. Licht? Nein. Ist hier irgendwas? Ja, die Badewanne ist auch schmutzig, das sehe ich auch bei diesem Licht hier. Was ist das, die Toilette? Offenbar, ach, die will ich gar nicht sehen. Das ist der Spülkasten. Ach, hier, was ist das? Ich habe nicht den Eindruck, Moment, dass der Spülkasten funktioniert. Das wird ja immer besser hier. Klopapier ist auch keins da. Wieso wird das jetzt heller, wenn ich hier dran stehe? Das ist auch komisch. Ach hier, Lampe. Ah, schön. Aber diese Lampen, die haben einen Radius, in dem sie Licht spenden. Der ist ja mikroskopisch. Die nächste Schublade mit Handtüchern. Das sieht aus wie blutige Bandagen. Zu, was ist das? Ein Schränkchen mit einer Schachtel Rattengift. Contains Antu. Effective when used as a bait poison, water poison, tracking poison. Active ingredients Alpha Naphthyl Thiourea. Okay, das ist Rattengift. Aha. Auch lecker. Rattengift im Bad. Hier ist die Heizung. Geht zu und bleibt zu. Hier ist die Heizung. Wenn ich die Tür zumache, sehe ich dann irgendwas? Nein. Also das Badezimmer ist sehr unspannend. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier irgendwas aufnehmen kann in dem Spiel. Also irgendeine Art Inventar hat. Es scheint nicht so zu sein. Ich habe, als ich die Steuerungsoption mir angeschaut habe, nur gesehen, man kann... Wow. Hörst du wohl auf zu blitzen da draußen? Das ist ja fürchterlich. Man kann laufen und rennen und mit linker und rechter Maustaste irgendwas machen. Das war's aber auch. Interessant, ein Spiel ohne Inventar. Was ist das? Das ist die Küche. Da ist es wenigstens hell. So geht das auf. Und jemand hat eine Flasche Wein umgeschmissen. Ach, das sieht aus hier. Was ist das? Ein Küchenschrank. Mit nichts darin. Kann ich springen? Nee, kann ich nicht. Ach, wenigstens mal den Schrank zu. Da ist... Ja, die Arbeitsfläche. Hier ist der Herd. Und der Ofen. Oder was ist das? Ist das der Ofen? Müsste eigentlich, oder? Mit so einer Klappe. Hier ist noch ein Schränkchen mit Vorräten oder irgendwelchem Kram. Bringt mich alles nicht weiter. Obst, Gemüse, eine Waage. Okay. Die Trauben sehen ein bisschen aus wie Wachsobst. Hat heute überhaupt noch jemand Wachsobst? Das ist auch so eine Sitte, die es nicht mehr gibt. Und das ist auch gut so. Und hier ist dann erstmal Schluss mit dem ersten Teil. Und weiter mit der Erkundung dieses gruseligen Hauses geht's dann in der nächsten Folge. Bis dahin.